Halleluja, preist den Herrn, ich grüße meine lieben Geschwister mit dem kostbaren Frieden unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Mein Name ist Stefan Hessmann und ich bringe euch die frohe Botschaft hier direkt aus Bielefeld. Unsere lieben spanisch sprechenden Geschwister, la paz del Señor Dios le bendiga a todos los hermanos. Unsere Geschwister, die Portugiesisch sprechen, Deus abençoe a paz o Senhor. Unsere arabisch sprechenden Geschwister, Mehaba, Saba al-Kher, el Rab, Yeshua ibarkak. Das heißt, hallo, wie geht es euch? Der Herr Jesus segne euch alle auf Arabisch. Halleluja. Und immer wieder werde ich gefragt von Leuten, warum denn nur Jesus? Kann es nicht einen anderen Weg geben? Muss es unbedingt dieser Jesus sein? Wir haben ja ein Missionswerk gegründet hier in Bielefeld. Jesus für alle Nationen oder Jesus for all nations. Und die Frage ist, warum dieser Jesus? Warum kann es nicht ein anderer Gott sein? Und ich möchte gar keinen benennen, weil ich möchte gar keine Werbung machen für andere Gottheiten. Ich lese aus diesem wunderschönen Buch. Das ist Gottes Wort. Das ist die Verfassung des Reiches Gottes auf der Erde. Und wie Reinhard Bonke immer sagte, selbst wenn 3/4 der Mehrheit dagegen stimmen, dann bleibt es trotzdem noch Gottes Wort. Wenn du den Willen, wenn du dein Streben hast nach Gottes, nach der Erkenntnis von Gottes Willen, lese die Bibel. Dann wirst du erleben, dann wirst du sehen, was Gott für dich hat. Halleluja. Ich möchte euch sagen, ich habe keine Vorurteile gegen keine Religionen, aber ich trage das Feuer Gottes in mir. Und wenn du vielleicht sagst, du bist ja verrückt, warum bist du so laut? Immer dieses Halleluja. Wenn du auf ein Fußballstadion gehst, dann siehst du, wie die Leute vor Fußball brennen. Wenn du in die Diskotheken gehst, da ist irgendwo ein Star. In der Vergangenheit war es Michael Jackson oder wie auch immer. Shakira, wie sie alle heißen. Und die Leute jubeln und schreien und sie brennen für all diese Fans und sie verbrennen dabei. Natürlich, weil diese ganzen Idole, diese ganzen Leute, die da, guck mal her, wo ist jetzt Maradona, wo ist er jetzt? Viele Leute brannten für Maradona. Und Maradona hat ihnen nichts gegeben. Aber wir brennen für den Sohn Gottes, für Jesus. Halleluja. Ich möchte mit euch lesen aus Johannes Kapitel 19. Und wenn du eine Bibel hast, so öffne sie jetzt. Johannes Kapitel 19 und Vers 30. Als Jesus nun den Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Neigte den Kopf und übergab den Geist. Apostelgeschichte 1 und Vers 3. Ihnen hat er sich nach seinem Leiden durch viele eindeutige Beweise lebendig gezeigt. Er ließ sich unter ihnen 40 Tage lang sehen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und in Philipper Kapitel 2, Vers 8, die bekannte Bibelstelle, vielleicht kennt der eine oder andere sie noch nicht. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihm auch einen erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge von allen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Warum Jesus? Erstens, weil Jesus der Sohn Gottes ist. Und zweitens, weil dieser Sohn Gottes, wie hier geschrieben steht, und er erniedrigt sich. Wir feiern jetzt bald Weihnachten.
Was bedeutet Weihnachten? Gott wurde Mensch. Der Sohn Gottes hat den Himmel verlassen. Und als das Baby das Baby angekündigt wurde, dann fragte man, wie soll man ihn nennen? Nennen ihn Emmanuel. Gott mit uns. Die Zeugen Jehovas können das nicht ab. Wie kann das sein, dass Jesus zugleich Gott ist? Emmanuel heißt Gott mit uns. Gott wurde Mensch. Jesus verließ den wunderbaren Himmel. Und er wurde durch den Heiligen Geist in einer Jungfrau namens Maria gezeugt. Und was machte dieser Jesus? Er heilte Kranke, weckte Tote auf, predigte die frohe Botschaft. Und eines seiner Botschaften war, tut Buße. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist jetzt gekommen. Tu Buße, bereue deine Sünden. Mein lieber Freund, wenn du bis jetzt noch auf irgendwelche Religionen oder andere Gottheiten dein Leben gebaut hast, dann höre auf die Worte Jesu, tu Buße. Denn das Reich Gottes ist gekommen. Seit 2000 Jahren ist das Reich Gottes gekommen. Schon Hiob konnte sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und jetzt hier in Johannes Kapitel 19, Vers 30, da hing der Sohn Gottes, Jesus, derjenige, der nie gesündigt hat, derjenige, der nie etwas Schlechtes getan hat, derjenige, der keinem Menschen etwas Böses erdachte. Selbst die Pharisäer, als er sie zurechtwies, war immer mit dem Gedanken, sie zur Umkehr zu bringen. Als Judas den Plan hatte, Jesus zu verraten, und dann kommt ein Zeugnis von einem der größten Atheisten Brasiliens, August Cury. Er verkündigte, dass Gott nicht existiert, dass die Bibel nicht wahr ist. Und auf einmal las dieser Psychologe, August Cury aus Brasilien, wie, obwohl er wusste, dass Judas ihn verraten würde, ihm auf die Schulter klopfte und sagte, Judas, mein Freund, mach es. Und als Psychologe erkannte er, dass wenn man weiß, dass man, wenn man hintergangen wird, wenn man weiß, dass man betrogen wird und dann sagt immer noch Freund, dass in der Tiefe Jesu eine brennende Liebe war, selbst zu dem Judas, der eines der schlimmsten Gräueltaten tun würde, aus Sicht der Menschen. Es war ein Plan Gottes. Judas erfüllte den Plan Gottes. Aber ich glaube, ich bin gewiss, und da sagt dieser Psychologe, Jesus erwartete, Judas, ich weiß, dass du mich verraten wirst, aber erinnere dich, du hast einen Freund. Du kannst immer wieder zu mir zurückkommen und mich um Vergebung bitten. Stell dir vor, du weißt, jemand wird deinen Sohn töten. Jemand wird dein Haus überfallen. Und du schaust ihm mit liebevollen Augen ins Gesicht und sagst, lieber Freund, ich habe dich längst durchschaut. Aber obwohl du etwas geplant hast und du wirst es durchziehen, ich liebe dich trotzdem. Die meisten Menschen, sobald ihnen etwas Böses widerfahren wird oder sie wissen, dass jemand Schlechtes im Sinne hat, sagen sie, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, liebet eure Feinde. Und dahin und Jesus am Kreuz, sie haben ihn zuvor nackt ausgezogen, sie haben ihn ausgepeitscht, sie setzten diesen Jesus, diesen wunderbaren Jesus,
dem Sohn Gottes, der nur Gutes getan hat. Als die Jünger verzweifelt waren im Boot und sie schrien, Meister, hilf uns! Er sprach zum Sturm, Sturm, schweige! Er heilte 10 Aussätzige, obwohl er wusste, dass nur einer zurückkommen würde, und ihm zu danken. Er weckte Lazarus von den Toten auf, der schon 4 Tage tot war und schon grauenhaft roch. Er stinkte schon. Er heilte die Kranke. Er tröstete die Trauernden. Und da hing jetzt Jesus. Er sagte, ich habe Durst. Und anstatt ihm ein Glas Wasser zu bringen, gab er ihm Essig zu trinken. Dem lieben Jesus, dem, der nur Gutes getan hat. Und warum tat er es? Aus Liebe zu mir und aus Liebe zu dir. Ganz gleich, was du vollbracht hast. Ganz gleich, in welcher Religion du bist. Ganz gleich, in welcher Situation du dich befindest. Ob du in Drogen bist, in Alkohol, in Pornografie. Die Bibel sagt, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die ihm glauben, die ihr Glauben auf ihn setzen, ihm vertrauen, ihre Sünden bereuen und sagen, Jesus, Jesus. Und da kommt der Punkt. Warum nur Jesus? Weil Jesus für deine und für meine Sünden bezahlt hat. Er hat das getan, was kein Mensch, kein Prophet und noch niemals Gott selbst tun hätte können. Gott, als Adam und Eva gesündigt hat, hat er nicht gesagt, keine Sorgen, ich vergebe euch. Sie wurden aus der Gegenwart Gottes exkommuniziert. Zuvor pflegten sie eine persönliche Beziehung mit dem lebendigen Gott. Täglich kam Gott herab und neigte sein Ohr und redete mit Adam und Eva. Aber wegen einem Ungehorsam musste Gott sie aus dem Paradies vertreiben. Aber dann kam eine Verheißung. Ich werde euch hier vertreiben. Ihr kommt hier nicht. Ich habe keine Beziehung mehr mit euch. Gott ist heilig. Ein kleiner Ungehorsam. Sie hatten keinen umgebracht. Sie haben auch nichts geklaut. Gott hat nur gesagt, wozu? Von dem Baum sollt ihr nicht essen. Wenn ihr von ihm esst, werdet ihr sterben. Vielleicht denkst du, ich bin ein guter Mensch. Gott muss mich so annehmen. Hast du nicht schon mal gelogen? Hast du nicht schon mal vielleicht etwas geklaut? Hier? Stellt euch vor, ein kleiner Ungehorsam. Es war nicht die Frucht, die sie gegessen haben. Es war, weil sie sich vom Teufel verführen haben lassen. Und dieser einzige Ungehorsam Gott gegenüber hat sie von der Gegenwart Gottes, hat ihre Beziehung mit Gott ruiniert. Aber zur selben Zeit kam eine Verheißung. Frau, aus deinen Samen werde ich ein Nachkommen senden. Und dieser Same wird Satan, der Schlange, den Kopf zertreten. Dann kam Mose. Mose war aber auch leider nur ein Mensch. Dann kam David. Auch David sündigte. Und alle Propheten. Und dann auf einmal wurde der Messias angekündigt. Und er kam nicht in einem Palast wie im Weißen Haus zur Welt. Er kam nicht in einer Festung zur Welt. Er kam, wurde geboren in einer Krippe.
bei Ochs und Esel in den ärmlichsten Verhältnissen der Welt. Da kam Jesus, der Sohn Gottes. Und er kam und er fing an zu predigen. Er fing an zu lehren. Er zeigte den Weg, den Menschen den Weg. Und eines der Aussagen, wo mich immer fasziniert. Johannes 14, Vers 6. Er sagte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zu Gott, wenn nicht durch mich. Und da hing jetzt Johannes 19, Vers 30, dieser Jesus am Kreuz. Und er bezahlte für meine und für deine Sünden. Und deshalb ist auch die Kernaussage, warum nur Jesus? Weil nur Jesus für meine und deine Sünden bezahlen konnte. Und er hat es getan. Der Einzige, der bezahlt hat, ist Jesus. Und das Fantastische ist, er blieb nicht im Grab. 40 Tage lang, Apostelgeschichte 1 und Vers 3, nachdem er auferstanden war, er zeigte seine Wunden in den Händen, er zeigte seinen durchbohrten Leib, er zeigte die Löcher seiner Nägel, predigte er das Evangelium 40 Tage lang und zeigte sich, siehe, ich habe es überwunden, ich habe den Preis bezahlt. 40 Tage lang, viele Menschen haben ihn gesehen. Und in Philipper 2, Vers 8. Und warum sage ich das nochmals? Damit das hier in einem Kopf endlich mal sitzt und hinabgeht ins Herz. Und damit ihr es aufnehmt, damit ihr es endlich begreift. Er erniedrigte sich selbst. Vers 7. Philipper 2, Vers 7. Oder wir fangen von Vers 5 an, damit ihr es besser versteht. Denn ihr sollt so gesandt sein, wie Jesus Christus auch war. Vers 6. Der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht für den Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Jesus hätte kommen können in Macht und Herrlichkeit. Er hätte als Geistes, als Gott, nicht im Fleisch, aber er entäußerte sich selbst. Und nahm Knechtgestalt an. Den Menschen gleich und äußern nach als Mensch erkannt wurde. Und er erniedrigte sich selbst. Und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum ist Jesus der einzige Weg. Er hat den Himmel verlassen. Er entäußerte sich selbst. Erniedrigte sich selbst. War gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Kein Name ist so groß wie der Name Jesus. Deshalb heißt auch unser Missionswerk Jesus für alle Nationen. Damit im Namen Jesus sich jedes Knie beuge vor allen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und jeder Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Mein lieber Freund, mein lieber Zuschauer, Zuhörer, ich habe dir jetzt gesagt, warum Jesus der einzige Retter ist. Weil er für uns bezahlt hat. Und du hast jetzt die Möglichkeit, dieses Geschenk anzunehmen oder abzulehnen. Du hast jetzt die Chance, die Möglichkeit zu sagen, ja, hey Jesus, ich habe alles probiert, alle Religionen, alle Gottheiten, wie auch immer. Aber jetzt komme ich zu dir. Ich habe jetzt gehört, dass du für mich bezahlt hast. Und heute kannst du deine Schuld, deine Sündenlast loswerden. Matthäus Kapitel 11, Vers 28 sagt Jesus, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Vielleicht hast du versucht, deine Schuld abzurackern mit guten Werken.
Ich sage es immer so, eine Notlüge ist so viel wie 100 Millionen Dollar, wenn du sie spenden willst. Man kann sich nicht freikaufen. Man kann sich nicht mit guten Werken das Heil oder die Erlösung selbst erkaufen oder erarbeiten. Das geht nicht. Es wurde bereits bezahlt am Kreuz auf Golgotha. Das ist so mal. Wir können es nicht ändern. Gott hat es so vorgestimmt, ob es uns passt oder nicht. Jesus hat für dich bezahlt. Und wenn du heute zu Jesus kommst und sagst, Jesus, ich komme, so ich bin, rette mich, vergib mir meine Sünden, wasche mich mit deinem kostbaren Blut, dann wirst du heute, jetzt in diesem Augenblick, frei werden, so wie ich im Jahre 1992 in einer Zeltevangelisation von diesem wunderbaren Jesus gehört habe. Und ich habe Ähnliches gehört. Und man hat gesagt, komm doch zu Jesus und du wirst frei werden. Und ich rufe es aus, Jesus rettet, Jesus befreit. Und eines Tages kommt dieser Jesus wieder. Und wir, die mit Christus gehen, werden eines Tages mit Christus verwandelt werden. Was wartest du noch? Jesus ruft dich, da wo du bist, in Brasilien, Argentinien, in Paraguay, in Deutschland. Komm zu Jesus. Sage ja zu Jesus. Sage lieber Herr Jesus. Und wenn du es noch nicht weißt, wie das geht, ich spreche dir jetzt ein Gebet vor. Und du kannst es mir nachsprechen. Ich zähle jetzt bis drei. Eins, zwei, drei. Und jetzt sprich mir nach. Und sage, lieber Herr Jesus, ich habe gehört, dass du für mich bezahlt hast. Am Kreuz auf Golgotha. Und du bist der einzige Retter, der einzige Erlöser. Herr Jesus, ich komme zu dir. Und ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Ich bereue meine Schuld. Und ich komme zu dir, zum Kreuz, zu deiner Gegenwart. Herr Jesus, lieber Herr Jesus, wasche mich mit deinem kostbaren Blut. Und rette mich. Und befreie mich. Und schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt gerettet bin. In Jesu Name, Vater, ich danke dir für deinen Sohn Jesus. Halleluja, Heiliger Geist, fülle mich. Halleluja, und das Zweite, was Jesus tun möchte, er möchte dich mit dem Heiligen Geist und Feuer erfüllen. Er ist derjenige, nicht will die Zeugen Jehovas es sagen, eine unsichtbare Kraft. Er ist derjenige, der die Kraft des Heiligen Geistes dir geben möchte, damit du dem Teufel widerstehen kannst, damit du der Sünde widerstehen kannst. Er ist derjenige, der mit Geist und Feuer tauft. Die Bibel sagt, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, in Apostelgeschichte 2, und sie waren da versammelt, und ich stelle mir vor, sagt Jesus, fülle mich, Jesus, fülle mich, Jesus, fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, fülle mich. Halleluja. Jesus, fülle mich. Seine Gegenwart ist hier. Ich spüre die Gegenwart Jesus in unserer Mitte. Ich spüre, Jesus möchte dich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und wenn du krank bist, möchte er dich auch heilen. Halleluja. Sage, Herr Jesus, heile mich. Er hat deine Krankheit. Er hat deine Sinnlosigkeit. Er hat deine Gebrechen auf sich genommen. Und ich möchte noch beten. Halleluja. Und wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 1 und 2. Ich spreche jetzt von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle einmütig an einem Ort zusammen. Das kann man auch über Video, über WhatsApp machen. Oder über YouTube. Oder wie auch immer. Da hörten sie plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und sie erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Der Heilige Geist kam damals, nachdem Jesus aufgefahren war, und der Heilige Geist ist hier. Und er möchte dich erfüllen. Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Halleluja! Nur Jesus kann dies. Kein anderer Gott
kann dich retten. Kein anderer Gott kann dich im Heiligen Geist und Feuer taufen. Kein anderer Gott kann dir deine Beziehung mit Gott wiederherstellen. Nur Jesus. Empfange seine Gegenwart. Empfange ihn. Jesus ist jetzt da, wo du dich jetzt befindest. Er möchte dich retten. Er möchte dich befreien. Und wenn du jetzt Jesus aufgenommen hast, dann bist du eine neue Kreatur. Dann fang an, in der Bibel zu lesen. Und suche deine, eine bibeltreue Gemeinde. Und wir sehen uns. Falls wir uns auf diesem Leben nicht sehen, dann hoffen wir, dass wir uns sehen in der Herrlichkeit im Himmel. Gott segne euch alle in Jesu Name, direkt aus Bielefeld. Euer Bruder in Christus, Evangelist Stefan Daniel Hessmann.